Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichter Weisheit, letzter Schluss. Ja, das hier ist jetzt der dritte Teil dieser Vorschau-Serie auf Debian 12. Im letzten Teil haben wir uns ja das Cinnamon angeguckt, den Cinnamon Desktop. Und dieses Mal soll es um KDE gehen. Ja, also ich habe mir das vorher nicht angeguckt. Ich gucke mir das mit euch zusammen an, wie da jetzt der aktuelle Stand bei KDE ist, unter dem Debian 12, wie es jetzt gerade aktuell ist. Ja, schauen wir mal. Ein bisschen Informationen dazu zum KDE Desktop, also der wird im KDE-Projekt entwickelt, basiert auf Qt 5, das ist so dieses Toolkit, was da drunter ist, das ist sowas wie GTK bloß anders. Das erste Mal erschien die 5er Schiene von dem KDE Desktop im Jahre 2014. Die aktuelle Version ist 5.27.4 vom 4.4.23, wir haben heute den 8. Und die Version, die in Debian 12 drin ist, das weiß ich ja noch gar nicht. Also das gucken wir gleich mal zusammen nach, welche Version da drin ist. Und dann trage ich das hier auch nach. Mehr Informationen findet ihr auf der Wikipedia-Seite dazu. Das Ganze heißt KDE Plasma 5 mit verschiedenen Anwendungen. Ja, und da gucken wir gleich mal ein bisschen rein. Wenn ihr jetzt das vorige Video schon gesehen habt, dann solltet ihr diesen Anmeldedialog auch wiedererkennen. Das ist der Punkt, wo ich auswählen kann, welchen Desktop ich benutzen möchte. Also letztes Mal hatten wir hier Cinnamon und jetzt bin ich bei Plasma und ich nehme es auch in der X11-Version, also nicht in Wayland. Und ja, ich logge mich da mal ein mit meinem supersicheren Passwort. Und ja, gut, da muss ich jetzt gleich nochmal die Auflösung hochstellen und vor allem, ich werde auch gleich mal die VirtualBox-Gasterweiterung da drin installieren, damit das Ganze so ein bisschen flüssiger läuft, denn der virtuellen Maschine habe ich die Möglichkeit gegeben, 3D-Beschleunigung zu nutzen. Das funktioniert allerdings bloß, wenn ich auch die Gasterweiterung drin installiere. Damit es erstmal ein bisschen besser auf meine Zusammenstellung in OBS passt, werde ich einmal kurz die Auflösung hochstellen, wenn ich mich da zurechtfinde. 800x600 ist immer so ein bisschen wenig und mit der Auflösung komme ich in meinem Video-Setup eigentlich ganz gut zurecht. So, das möchte ich natürlich beibehalten und einmal anpassen, sodass auch diese Scrollbalken weg sind. Okay, gut. Dann haben wir schon mal soweit das hier. Und zu den Gasterweiterungen, ich lege jetzt so eine virtuelle CD in das Laufwerk ein, also in das virtuelle Laufwerk eine virtuelle CD. Und dort sind die Gasterweiterungen für verschiedene Betriebssysteme drauf, unter anderem auch für Linux. So, und jetzt habe ich hier den Dolphin, den Dateimanager. Und da habe ich verschiedene Programme drauf, mit denen ich ja, Treiber installieren kann und so weiter. Das hier ist eigentlich das, was ich brauche. Ich probiere das einfach mal, was passiert, wenn ich... Okay, gut. Wenn ich einen Doppelklick drauf mache, eigentlich möchte ich es ja lieber ausführen in einer Konsole. Die heißt unter KDE auch Konsole mit K. Und ich habe diese CD jetzt gemountet unter Media CD-ROM. Da gehe ich dann mal rein. Das ist natürlich noch mal ein bisschen größer, damit wir es besser sehen können. Und jetzt führe ich das mit Bash aus. Am Anfang von diesem Installationsskript oder von dieser Installationsdatei ist ein Bash-Skript und danach kommen Binärdaten. Das Ganze ist, Moment, gucken wir einmal. Aktuell ist es nochmal ein schöner. Minus H heißt eben Human Readable, also 5,7 MB ist das Ganze groß und das ist eben nicht bloß ein Bash-Skript, was hier zu groß ist, da sind binäre Daten bei, da wird irgendwie der Treiber mit dabei sein oder irgendwelche anderen Teile. So, ich muss das Ganze natürlich auch mit Root-Rechten starten und
dem Debian-Betriebssystem der Distribution verwende ich da SU für Superuser, dann werde ich da Root-Benutzer. Wenn ihr von Ubuntu und Linux Mint kommt, dann würdet ihr das mit sudo -i machen. Und ja, unter Debian hat man getrennte Konten. Also für einen Root-Benutzer gibt es ein eigenes Konto und nicht bloß die Möglichkeit, dass ich als mein Hauptbenutzer kurzfristig Root-Rechte erlange. Also ich bin jetzt eben Root, wie hier auch steht. Und mache das Ganze nochmal. Wahrscheinlich fehlen mir gleich noch ein paar Teile dafür. Oder vielleicht passt es auch schon dazu. Also das werden wir gleich sehen. Okay, ja, was wir hierbei sehen, ist diese Fehlermeldung. Also die Kernel-Header für meinen Kernel sind nicht installiert. Warum der jetzt aber die Auflösung wieder runterschalten musste, ich jetzt nicht so gut. Also nochmal. Anwenden. Beibehalten. Gut. Also die Kernel-Headers, das sind die Bestandteile, die ich brauche, um Kernel-Module zu bauen. Also Kernel-Module sind Treiber und die muss ich installieren und ich brauche auch einen C oder einen C++-Compiler dazu und ein paar andere Sachen. Das mache ich dann erstmal, indem ich einmal gucke. Welches Paket ich installiert habe für den Linux-Kernel. Also es gibt einmal hier dieses generische Paket, was immer die aktuelle Version, die im Debian vorhanden ist, vom Kernel mit installiert, also nachinstalliert. Das wird dynamisch immer nachinstalliert. Das ist aktuell 6.1.0 Patch-Version 7. Und wenn ich dazu jetzt das Header-Paket haben möchte, was ich auch wirklich brauche, dann mache ich das einfach so: Linux, headers. Und dann bekomme ich hier die dazugehörigen Pakete und schlägt mir auch gleich vor, dass ich den C-Compiler, also den GNU C-Compiler Collection in der Version 12 mit installieren sollte, weil ich sonst auch die Module nicht kompilieren kann. Also mag sein, dass dann immer noch ein bisschen was fehlt, dass ich noch ein paar zusätzliche Programme brauche, damit ich auch wirklich die Module kompilieren und bauen kann. Aber wir robben uns jetzt mal ein bisschen durch. Unter dem Debian 12 habe ich es noch nie ausprobiert. Woanders würde ich noch dieses Build Essential oder Essentials Paket mit installieren. Da ist noch mal so ein Bündel geschnürt aus verschiedenen Programmen, die man normalerweise braucht. Aber vielleicht ist das hier jetzt schon mit drin. Neue Runde. Nochmal wieder das Skript ausführen mit dem Binäranteil. Dann diese Erweiterung. Also irgendwas entfernte hier auch. Wahrscheinlich hat er schon einen Grafiktreiber im Hintergrund da reingeschoben. Darum hat sich auch die Auflösung kurz geändert. Die wird jetzt erstmal wieder entfernt und dann funktioniert vielleicht auch gleich das Bauen von dem Modul, was wir auch mit brauchen. Jetzt scheint es ja so zu sein, dass er wirklich versucht, diese Kernel-Module zu bauen, die wir für VirtualBox brauchen. Und die werden jetzt wohl auch in dieses init-rd mit eingebunden. Das ist so ein minimales Dateisystem. Das wird am Anfang nach dem Start des Kernels eingebunden. Da sind verschiedene Treiber mit drin, die wir wirklich brauchen. Und wenn das aktualisiert wird, das ist normalerweise eher ein gutes Zeichen, dass das soweit geklappt hat. Das scheint jetzt auch wirklich geklappt zu haben, denn jetzt wird empfohlen, dass ich das System einmal neu starte. Das tue ich jetzt auch einmal wirklich, damit wir da auf dem sauberen Stand sind. Und das ist verlassen, neu starten. Ja, wirklich neu starten. Ja, die Auflösung hat er sich auch gemerkt. Also von daher ist das schon mal insgesamt ganz gut, denke ich mal. Ja, was machen wir? Also letztes Mal habe ich ja bei Cinnamon verschiedene Einstellungen durchgegangen. Also hier Systemeinstellungen habe ich wirklich fast alle Punkte mal so geguckt, was gibt es da.
und ja, habe vieles Neues entdeckt, weil ich Cinnamon nicht benutze. Genauso wie KDE in dieser 5er-Version benutze ich auch nicht. Also von daher wird mir sehr viel begegnen, was ich vorher noch nicht so gesehen habe. Fangen wir einfach oben an bei Erscheinungsbild. Wir haben verschiedene globale Designs, manchmal ein bisschen kleiner. Wie sich das Ganze denn auswirkt, das sieht denn so aus. Dämmerung. Oh. Hat sich da jetzt viel geändert? War das jetzt schwarz, wenn ich das hier nehme? Ist das weiterhin? Achso, Moment, Moment. Da stand doch hier, ich möchte auch noch Arbeitsflächen und Fensterlayout möchte ich auch noch anpassen. Stimmt, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Also die Icons sind anders als vorher. Aber anders als in diesem Screenshot ist dieses Startmenü schwarz statt weiß. Dunkel. Ja, mal gucken. Das Debian Spezial Dunkel sieht jetzt auch nicht so viel anders aus. Aber wenn ich das einmal zumache und wieder aufmache, dann bleibt es auch so. Jetzt kann ich hier über Schnelleinstellungen, die irgendwas anderes sind als das Erscheinungsbild, das Ganze einmal auf Dunkel umwandeln. Ja, stimmt, das geht wirklich. Und wenn ich jetzt nochmal wieder hell mache, dann ist das Fenster hell, aber das bleibt weiter dunkel. Hintergrundbild ändern ist irgendwie ziemlich selbsterklärend. Mal gucken, ob da noch irgendwas Schönes bei ist. Also dieses Grün, Blau, Grau finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber vielleicht. Ja. Ja. Das ist denn das erste Mal, dass es dieses Mal einfriert in der virtuellen Maschine. Bei Cinnamon hatten wir ja auch zwei komplett Abstürze, wo es wirklich komplett eingefroren ist. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich diese 3D-Beschleunigung aktiviert habe. Ich hätte jetzt gedacht, die ist schon, ja, also sie hat in der Vergangenheit so leidlich funktioniert und dass sie jetzt deutlich besser wäre. Aber vielleicht ist das ein grundlegendes Problem. Ich nehme die jetzt einfach mal wieder raus. Also ich schieße hier die virtuelle Maschine einmal ab. Konfiguriere das gleich einmal um, dass es keine 3D-Beschleunigung mehr gibt. Vielleicht läuft das dann besser ohne 3D-Beschleunigung als mit, weil da irgendwelche, ja, Fehler noch drin sind. Also ja. Ja, nächster Versuch. Also von daher, das Ganze ist das erste Mal, dass ich es ausprobiere. Da ist viel Neues bei. Ihr bekommt das ziemlich schmutzig, ungeschnitten hier rüber. Oder naja, da ein paar Teile, weil ich natürlich irgendwie rausschneide, wo einfach Längen drin sind, die sich für euch nicht lohnen, die sich für mich irgendwie nicht lohnen. Das ja, aber der Rest, der ist denn so, wie es ist. Ah, okay, gut. Das Startmenü, das wird nicht dynamisch angepasst, wenn ich so ein anderes Thema auswähle, sondern nach dem Neustart vom Desktop. Ja, auch gut zu wissen. Das Hintergrundbild ändern, da waren wir ja gerade stecken geblieben, also so richtig stecken geblieben. Wenn ich da nochmal ein anderes auswähle, wird das auch im Hintergrund sofort eingebunden auf dem Desktop. Das könnte ich quasi sofort einmal sehen, wenn ich hier die. Moment, wie geht's hier? Auch nicht. Okay, gut. Ich dachte jetzt, dass es so eine Taste gibt, um den Desktop anzugucken. Es mag aber sein, dass mein VirtualBox diese Taste einfach für sich vereinnahmt, sodass das hier nicht funktioniert. Das ist auch möglich. Ja, aber ich bleibe erstmal dabei. Finde ich eigentlich ganz okay. Dann, was haben wir hier noch? Mausaktionen. Rechte Maustaste, Standardmenü, mittlere Maustaste einfügen.
Das ist ja sowieso unter Linux- und Unix-Betriebssystemen so ein Standard. Man kann Texte markieren mit der Maus und mit der mittleren Maustaste fügt man die ein. Finde ich ganz gut, das ist da einfach so schon voreingestellt. Könnte man jetzt auch irgendwie noch umkonfigurieren, aber das will ich eigentlich nicht. Das Mausrad, damit kann ich Arbeitsflächen wechseln. Wenn ich das Mausrad hoch und runter drehe, passiert nichts. Das kann aber auch daran liegen, dass noch keine zusätzlichen Arbeitsflächen eingerichtet sind. Die Voreinstellung ist vielleicht einfach so, dass es eine Arbeitsfläche gibt und da gibt es nichts zu wechseln. Müssen wir auch nochmal gucken. Versuche ich mal im Hinterkopf zu behalten. Arbeitsflächenordner. Was haben wir hier? Ortanzeigen. Dateien. Da denke ich mal, dass Arbeitsflächenordner, das ist bedeutet, dass auf dem Desktop Dateien landen, die ich in meinem ganz normalen Home-Verzeichnis anlege. Wenn ich einmal in den Dolphin reingehe und hier sage persönliche Ordner, da habe ich hier Schreibtisch, da gibt es auch noch mal was extra. Wenn ich jetzt mache neu erstellen, da lege ich einen neuen Ordner Test an und dann habe ich den hier oben auch drin. Also alles, was ich in diesem speziellen Schreibtischverzeichner anlege, landet hier drauf. Das ist was, was es auch eine Zeit lang, glaube ich, nicht gab. Also ja, was viele Leute auch vermisst haben, darum ist das denn irgendwann mal wieder zurückgekommen. Finde ich eine ganz praktische Sache. Ob man das jetzt nun wirklich vollmüllen muss, ist natürlich euch überlassen, wie ihr es gerne haben möchtet. Symbole, Anordnung. Von links nach rechts, linksbündig. Also ich kann es frei positionieren, aber das ist so ein bisschen eingerastet in so einem Raster, so dass die nicht irgendwo rumliegen, sondern ja, wie gesagt, am Raster ausgerichtet sind, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Sortierung, Name, absteigen, Ordner zuerst, Symbolgröße. Okay, geh. Nee, das nicht. So, wohin geht das? Bis groß. Ach so, ich muss hier anwenden. Okay. Bei dem Cinnamon Desktop war es so, da gab es keine Anwenden-Buttons, von daher habe ich jetzt einfach spontan gedacht, das ist auch so, das müsste ich sofort sehen. Aber nein, ich muss mir was aussuchen, auf Anwenden gehen und. Ach so, okay, Position sperren. Jetzt ist das auch aktiv, jetzt kann ich es nicht mehr verschieben. Wenn ich das ausmache, dann kann ich auch mein Riesen-Ordner-Icon wiederum verschieben. Aber das finde ich jetzt doch ein bisschen übertrieben, das ist schon okay so. Die Beschriftung könnte ich jetzt auch noch etwas. Also, die wird Beschriftungsbreite. Die Schrift wird nicht größer, sondern bloß die Breite wird breiter. Kurzinfos anzeigen. Dann steht da, das ist ein Ordner, der Test heißt. Und wenn ich das wieder ausmache, passiert nichts. Okay. Auswahlmarkierung anzeigen. Wenn ich das jetzt so mache und nochmal bestätige. Okay, nö. Show Folder Preview Pop-ups. Da kann ich wahrscheinlich sehen, wenn ich draufgehe mit der Maus und da sind Bilder drin, dass ich so eine Vorschau bekomme. Genauso wie bei hier Vorschauen, dass man so kleine briefmarkengroße Bildchen bekommt, wo man sehen kann, was drin ist. Da können wir jetzt noch verschiedene Optionen aktivieren, für welche Dateitypen Vorschauen generiert werden sollen. Also für Bilder hier verschiedene, sogar für Blender-Dateien, für E-Books, für XR-Bilder, JPEG-Bilder, Krita-Dokumente, Windows-Bilder, Office-Doku. Okay, Textdateien, nehmen wir auch nochmal mit. Also wenn schon, denn schon wollen wir alles haben. Dann Filter. Was haben wir da? Alle Anzeigen oder passende Anzeigen.
Okay, gut, dann könnte ich jetzt wahrscheinlich noch sagen, ich möchte auf meinem Desktop, in diesem Desktop-Verzeichnis, was ich drin habe, nicht mehr alle haben, sondern bloß noch die haben, die ja auf so ein Dateimuster passen. Ich mal sowas nehme hier. Dann ist es weg. Und wenn ich jetzt was haben möchte, was auf Test hört. Also. Dateinamen muss. Oder. Achso, ich habe ja keine Dateien da drin. Ich habe ja einfach bloß den Ordner. Und. So. Achso, ah. Warum ist er denn da? So, nochmal, nochmal, nochmal. Also, wo waren wir denn hier? Was ist das jetzt? Nein. Neuer Versuch. Nochmal passend anzeigen. Test. Und? Ist wirklich weg. Und wenn ich jetzt sage, Sternchen ist ja für alle gedacht, ist auch weg. Ja, wahrscheinlich bezieht es sich wirklich bloß auf Dateinamen und nicht auf Ordnernamen. Und ja, da wieder alle macht, dann ist es wieder da. Genau, denn hier stehen ja auch nur verschiedene Dateitypen drin. Damit könnte ich es wohl noch mal einschränken. Aber ich möchte alle sehen und genau. So, über, was haben wir hier überhaupt? Ordneransicht 3.0 und von Eike Hein. So. Ah, jetzt habe ich dieses Einstellungsdings wieder zugemacht. Von daher nochmal. Das hatten wir Hintergrundbild ändern. Weitere Einstellungen zum Erscheinungsbild. Gehen wir da auch nochmal durch. Anwendungsstil, wie wir das Ganze haben möchten. Breeze oder. Wenn wir jetzt ältere Varianten haben wollen, Plastik, das war unter KDE, oh, unter welchem KDE war das, das Dreier, wo es sowas gab? Plastik, Oxygen, das ist das vom Vierer, meine ich. Und dann, wer jetzt hier Windows 95 oder Windows 98 noch irgendwie toll findet, kann das auch aktivieren. Schön kantig oder GTK2 oder was es hier noch alles gibt. CDE gibt es auch noch. Aber das würde ich jetzt hier so lassen, dass es so ist wie aktuell quasi gedacht. Dann haben wir hier noch Plasma Steel Air. Ja, aber das würde ich jetzt eigentlich auch eher so nehmen. Ja, gibt es natürlich auch noch in Dunkel. Ist jetzt nicht so mein Fall. Farben, da können wir jetzt noch ganz viel in Farbtopf greifen und mal gucken, was es gibt. Hell gibt es. Oxygen. Aber ich würde es auch so lassen. Aber ihr könnt das wirklich sehr genau einstellen. Gefühlt ist es deutlich mehr, als was es bei Cinnamon als Möglichkeiten gibt. Also KDE war ja sowieso schon immer dafür bekannt, dass man sehr, sehr viel anpassen kann an eigene Vorlieben. Dass es wirklich sehr, sehr viel gibt, was man anpassen kann von Haus aus, ohne dass man Zusatzprogramme, Erweiterungen oder sonst was dafür braucht. Ja, im Gegensatz zur GNOME-Schiene, wo von Haus aus erstmal herzlich wenig funktioniert. Wir können sogar noch neues Farbschema holen. Mal gucken, was es da noch gibt. Da haben wir jetzt noch einige weitere mehr. Okay, es lädt auch immer noch was Neues nach, wenn ich unten angelange. Oh, das hier, das ist. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, aber. Ich nehme es einfach mal mit.
um mal zu gucken, wie das jetzt da, wie das jetzt so ist. Ja, kann man machen, muss man mögen. Aber wo waren wir denn? Das hier war, glaube ich, das, was es vorher war. Also ihr könnt da sehr, sehr viel daran rumspielen. Ihr könnt verschiedene Farbschemata noch aus dem Internet runterladen, die benutzen. Ihr könnt das selbst irgendwie definieren, wie ihr wollt. Aber ja, müsst ihr wissen. Müsst ihr wirklich wissen. Es ist einfach Geschmackssache. Genauso wie sowas hier. Da gibt es hier solche Icons, die so aussehen wie unter Windows XP von der Art her mit diesem eher klobigen runden. Ja, aber will ich auch wieder zurückstellen. Schriftarten. Da kann man jetzt auch noch mal rumspielen mit verschiedenen Schriftarten, was wo verwendet werden soll für feste Breite, allgemein, kleine Schriften, Werkzeuglisten und so weiter und so fort. Ihr könnt das wirklich alles anpassen oder es auch lassen. Symbole, da haben wir verschiedene ja, Pakete mit Schreibtischsymbolen, also sowas wie das hier und Anwendungssymbolen und sonst irgendwas. Was haben wir hier? Geht weiter. Und? Hat sich da jetzt was geändert? Ich gucke nach oben auf das. Da? Nee, erstmal so nicht. Da, jetzt hat sich das geändert. Und hier unten hat es sich auch geändert. Oder ich kann hier. Ja, was haben wir da? Menta. Mate. Nochmal vor zurück. Also ich gucke weiterhin oben auf meinen Testordner. Also das ändert da erstmal nichts. Unten hier, das ändert sich. Aber das Ordnersymbol ändert sich so nicht. Ja, was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Was nehme ich? Oder ich setze das zurück hier auf Voreinstellung. Dann ist es wieder so wie gedacht. Die Mauszeige kann ich auch nochmal auswählen. Also schön. Ah, okay, da habe ich sogar sofort eine Vorschau. Okay. Da nehme ich mal das Helle. Ich bin jetzt sowieso eher so ein Typ, der das Helle bevorzugt im Gegensatz zu dem Dunklen. Dann können wir hier nochmal Schriftarten verwalten und aus Datei dazu installieren, neue Schriftarten holen. Haben wir auch schon wieder so einen Download-Dialog. Also was man da alles runterladen kann. Wenn ich jetzt hier weiter runtergehe, lädt er bestimmt nochmal was nach, oder? Nee, da nicht. Also hier ist wirklich denn zu Ende alles. Wenn ich jetzt Icons laden. Mich würde jetzt mal so eine Anzahl interessieren. Ich habe ja keine Lust, das zu zählen. Also es sind ein paar Schriften mit dabei. Jo. Ja, also es sind einige mit dabei, die man jetzt nochmal nachinstallieren könnte, die aktuell nicht installiert sind. Aber die könnte man noch dazu packen. Open Logos. Wusste ich gar nicht, dass sie mal so freie Logos in einer Schriftart vereinigt haben. Das ist ja eigentlich ganz praktisch für. Achso, okay, gut. Also wenn ich jetzt was an den Schriften geändert habe, ich habe was Neues dazugepackt, muss ich die Anwendung, also die, keine Ahnung, sowas wie Inkscape oder was es aus dem KDE-Bereich gibt. Ja, Krita gibt es dort. Also wo man viel mit Schriften arbeitet und dann muss man das Programm einmal beenden. Wir neu starten, damit es auch wirklich gemerkt hat, aha, da sind jetzt andere Schriften bei, die ich verwenden kann. Schließen. Startbildschirm. Diese Animation, die wir am Anfang gesehen haben, da gibt es dieses ja, KDE-Symbol,
wo unten so ein Zahnrad sich dreht oder man kann es auch weglassen. Gute Frage, ob das ein bisschen Zeit spart, ob das vielleicht extra so einen Augenblick wartet, damit man es auch wirklich in seiner Gänze genießen kann oder dass es das dann auch nicht bremst. Ich habe jetzt mal auf keiner gemacht. Damit wären wir oben beim Erscheinungsbild durch. Gucken wir mal, was hier mit den Arbeitsbereichen so los ist. Achso, wenn ich es jetzt größer mache, dann habe ich hier sogar weiterhin diese ganze Liste mit verschiedenen Optionen oder Bereichen, wo ich was einstellen kann. Und dann hier diese Untermenüpunkte zu dem jeweiligen Punkt, den ich ausgewählt habe. Und wenn ich das kleiner mache, dann habe ich hier so einen Pfeil zurück. Und ja, sonst habe ich hier schon die ganze Liste mit allem drin. Also so ist es eigentlich durchaus praktischer. Es passt sich auch dynamisch an die Größe von eurem Bildschirm an. Dann, was haben wir hier? Visuelles Verhalten, kurz Infos beim Überfahren mit dem Mauszeiger anzeigen. Visuelle Rückmeldung bei Statusänderungen anzeigen. Animationsgeschwindigkeit, klicken auf Dateien und Ordner, öffnet sie. Aha, Doppelklick. Ja, das ist das, was man eigentlich so kennt. Klicken in Bildlaufleiste, eine Seite hoch oder runter. Touch-Modus, niemals aktiviert, immer aktiviert. Okay. Im Touch-Modus werden viele Elemente der Benutzeroberfläche vergrößert, um die Bedienung zu erleichtern. Praktische Sache. Ein Touch-Display habe ich hier ja nicht. Oder ja, also es ist eine VM im Moment, die sich verhält wie ein virtueller Rechner, also wie ein ganz normaler Rechner, bloß virtualisiert. Das hier ist sowas, was ihr wirklich mal ausprobieren solltet, wenn ihr so ein Touch-Display auch mit KDE benutzen möchtet. Ich denke mal, das hat wirklich irgendwelche Vorteile. Arbeitsflächeneffekte. Da haben wir so ein paar mit bei. Inaktive Abdunkeln. Machen wir mal an. So, das ist mein aktives Fenster. Und wenn es nicht mehr aktiv ist, dann wird es abgedunkelt. Nach hinten gleiten. Okay. Brauche ich wahrscheinlich hier mal ein zweites Fenster. Wenn ich das jetzt nochmal dazu packe. Und. Ach, okay. Also nicht, dass ich es jetzt bräuchte oder irgendwie vermisst hätte. Aber es sieht doch schon mal ganz nett aus. Wenn ich das wieder ausmache, ist es nicht so. Also, er ist schon irgendwie witzig. Berührungspunkte anzeigen. Mal gucken, was macht das? Berührungspunkte. Hilfe. Mal gucken. Gibt es dazu jetzt eine Hilfe? So, haben wir da Wunderlampe. Das mit den Berührungspunkten sehe ich da nicht. Achso. Also finde ich jetzt so da drin nicht. Also das muss man wahrscheinlich wissen, wofür es gut ist. Bildschirmkante bei Annäherung hervorheben. Ist das so, wenn ich schiebe? Also hervorgehoben finde ich es nicht. Aber wie bei Cinnamon auch, kann ich jetzt, wenn ich das Fenster hier dran habe, in verschiedenen Größen so andocken, je nachdem, wo ich es gerade hinbewege. Also dann habe ich die entsprechende Aufteilung, eine Viertelaufteilung, Vollbild, Hälfte, Hälfte, Viertel oben, Viertel unten und da. Da, genau. Ja, so, Mausspur. Mausspur anwenden. Lässt sie mit der Maus Linien
Auf der Arbeitsfläche zeichnen. Also, okay, das hier. Da habe ich gerade mal die mittlere Maustaste verwendet. Da kann ich einen Klebezettel hin tun. Das möchte ich eigentlich nicht. Okay. Also ich finde immer neue Dinge raus, weil ich es auch so nicht verwende. Wenn ich es wieder neu hinpacke, dann ist es wieder da und ich scheine wohl ein Sternchen in meiner Zwischenablage zu haben. Wenn ich die mittlere Maustaste drücke, wird aus der Zwischenablage was eingefügt und da macht er so eine Haftnotiz draus. Also Mausspur. Ach da. Ah, da kann ich noch was einstellen. Und wenn ich dann nochmal gucke, Mausspur entfernen. Aha, okay, also es wird nicht immer verwendet. Ich muss Umschalt und Meter drücken. Mal gucken. Was ist Meter hierbei? Vielleicht ist es die Windows-Taste. Aber die habe ich von VirtualBox schon belegen lassen. Ich stelle das einmal um in VirtualBox. Das seht ihr jetzt nicht. Wenn ich da was anderes nehme. Ich packe die normalerweise auf die Windows-Taste drauf, weil ich die nicht brauche. Ah ja, okay, jetzt geht's auch. Okay. Schön. Ja, oder schön ist wieder relativ. Letzte Mausspur entfernen, also Meter, Umschalttaste und F12. Es ist wieder weg. Schon gar nicht schlecht. Also wenn ich jetzt irgendwie was präsentieren möchte, kann ich hier machen, sowas, Shift Meter. Kann ich sagen, hier, guck mal, da ist diese Option. Da. Das kann man zwar nicht mehr lesen, aber das könnte man jetzt so machen. Ach so, und genau. Ah, okay. Das bleibt nicht an den Fenstern irgendwie kleben. Das ist quasi so eine Ebene nochmal oben drauf. Und das kann ich natürlich jetzt auch wieder löschen. Auch nicht schlecht. Gibt natürlich auch extra kleine Programme, mit denen man solche Präsentationen macht, wo man auf dem Desktop rumzeichnen kann oder wo dann auch kurz eingeblendet wird, welche Taste ich gedrückt habe. Oder auch welche Maustaste ich gedrückt habe, also Tastaturtaste und Maustaste. Was dann so angezeigt wird, ist eine praktische Sache für Tutorials. Und hier ist so eine Zeichnenfunktion schon mal mit drin. Das finde ich schon mal gut. Also das gefällt mir. Also im Gegensatz zu dem Cinnamon, wo ich eher so dachte, naja, ist jetzt nun nicht wirklich so mein Fall mit den Erweiterungen dazu. Okay, gut, kann man es noch so ein bisschen aufpimpen, dass es doch deutlich gefälliger wird. Aber was hier so aus der Tüte fällt, ist schon mal eine ganze Menge. Finde ich insofern gut, auch wenn ich ja das KDE 5 so. Nee, also da habe ich niemals wirklich produktiv benutzt. Eigentlich ist es ja schon wieder vorbei mit dem KDE 5. Die Entwicklung ist dort quasi abgeschlossen. Und die arbeiten jetzt an dem nächsten KDE, was auf Qt 6 basiert. Ja, genau. Also das ist quasi das Ende der Entwicklung, aber so als Stand finde ich es jetzt nicht schlecht. Zeigt Vorschaubilder von Fenstern an einem Bildschirmrand an. Was haben wir hier? Erscheinungsbild. Maximale Breite, Abstände. Da haben wir auch wieder eine. Vorschaubild für aktuelles Fenster ein- ausschalten. Meter, STG und T. Okay, probieren wir es mal. Meter, STG und T. STG, Meter, T. Das macht. Ach so, okay. So, jetzt nochmal. Ah, okay, gut. Ach, auch nicht schlecht. Also vor etlichen Jahren, also das ist wirklich schon sehr, sehr lange her, da hatte ich mir so überlegt, bevor ich hier mit OBS und sonst irgendwas überhaupt wusste, dass es sowas gibt und angefangen habe, Videos zu machen, wie man jetzt mehrere Fenster,
in so einer kleinen Variante einblenden kann, sodass sich denn auch das bewegt, sodass man sieht, dass sich da immer noch was tut. Also das wollte ich für ein M23-Video machen, für mein Softwareverteidigungssystem, sodass man auf den Bildschirm von den virtuellen Maschinen gucken kann, die gerade ein Betriebssystem installieren, sodass man sieht, aha, da tut sich immer noch was, während ich hier oben in meinem Hauptfenster die Oberfläche von M23 zeige, eine ja, Web-Oberfläche, in der ich die Konfiguration, das Administrieren mache und dass ich das beides gleichzeitig habe. Also damit wäre das umzusetzen gewesen, aber damals gab es KDE 5 ja noch gar nicht. Aber, wieder aus. Also viele, viele nette Dinge sind damit drin. Verwischen. Verwischt den Hintergrund halbtransparenter Fenster. Ja, mit diesem Transparenzzeugs, da bin ich nun wirklich kein Freund von. Also das hier, das muss eigentlich irgendwie nicht wirklich sein. Je nachdem, wie es mit der Transparenz umgesetzt ist, finde ich, macht es die Lesbarkeit halt deutlich schlechter. Wenn ich das jetzt hier einmal komplett hochgesetzt habe, dann ist es so stark verwischt, dass es quasi nicht mehr transparent ist. Finde ich eine ganz gute Einstellung. Ja, und ganz wenig Zeit stimmt gar nicht. Also deutlich später jetzt, wie man sieht, ne, die Sonne ist wieder rausgekommen. Ja, da bin ich wieder. Also, wo waren wir? Bei Verwischen. Verwischen mit höherem Anteil an Verzerrungsstärke sorgt dafür, dass das Ganze nicht mehr transparent ist. Das macht es deutlich besser zu lesen, finde ich jedenfalls. Dann können wir hier noch aktivieren, dass wir Bilder pro Sekunde anzeigen möchten. Ja, also im Moment, ne, haben wir so und so viele Bilder pro Sekunde. Und wenn ich da jetzt mehr was bewege, dann geht es auch in den Keller. Das ist wahrscheinlich sowas, wo man denn eine 3D-Grafikkarte braucht, also eine richtige oder eine funktionsfähige 3D-Beschleunigung in der virtuellen Maschine, damit es denn auch bei diesen 60 Bildern pro Sekunde bleibt. Genau. Gut, das machen wir ganz schnell wieder aus. Das verbraucht wahrscheinlich denn auch ein bisschen CPU und so, dass das denn ein bisschen langsamer wird. Also von daher mal weg. Zeichnungsbereiche hervorheben. Hebt die Bereiche der Arbeitsfläche farbig hervor, die kürzlich aktualisiert worden sind. Okay. Achso, ein- und ausschalten. So, was machen wir denn da mal? Da können wir jetzt wieder eine Tastenkombination vergeben. Aktuell ist eben keine vergeben. Und wenn ich jetzt hier mal mache, Meta, nee, draufklicken, Meta A vielleicht. Okay. Ach. Okay. Ja, also dann kann man sehen, wie Qt Dinge neu zeichnet und andere gleich lässt. Also mal interessant zu wissen, wie das im Hintergrund funktioniert, was man natürlich normalerweise nicht sieht und nicht sehen soll. Ja, interessant. Aber das machen wir lieber wieder aus, das sieht nämlich ganz schön hässlich aus. Ja, das machen wir hier auch nochmal komplett aus. Dann, was haben wir? Arbeitsflächenumschalter Raster verkleinert die Arbeitsflächen, sodass sie in einem Raster nebeneinander zu sehen sind. Was haben wir da? Da haben wir bestimmt auch wieder eine Tastenkombination. Oh, schade. Das kann man leider nicht verschieben. Meta und F8. Okay, machen wir nochmal. Meta F8. Ah, okay. Okay.
Fenster zeigen, verkleinert Fenster auf der Arbeitsfläche, sodass sie alle nebeneinander sichtbar sind. War das nicht gerade eben schon das? Aber das ist hier Fenster, alle Arbeitsflächen anzeigen, STGF 10 der aktuellen. Probieren wir mal durch. STGF 10. Machen wir es so. F9 der aktuellen. Genau, ist kein Unterschied. Und Fenster der Fensterklasse anzeigen. Okay, also das hier scheint eine andere Fensterklasse zu sein. Vielleicht, weil das jetzt Dolphin ist. Und die anderen beiden Fenster gehören zu Systemeinstellungen. Dann haben wir hier den Tiling Editor. Editor für die kachelartige Anordnung von Fenstern. Da haben wir jetzt Meter und T. Okay, reicht auf. Ja. Oder ist das das hier? Nee, obwohl. Ich hatte ja gerade eben so eine Drittelansicht. Und das ist ja halbierend. Also das ist ein Dialog, der mich irgendwie mehr verwirrt, als dass er mir hilft. Übersicht über virtuelle Arbeitsflächen und Fenster. Damit kann man... Ach, da gibt es auch noch so ein Filmchen zu. So, aber was habe ich da jetzt gelernt? Meter und W. Meter, W... Dann habe ich so eine Ansicht. Ah, okay. Und da oben kann ich virtuelle Arbeitsfläche hinzufügen. Das ist ja das, was ich am Anfang... Ah. Wenn ich jetzt das Mausrad rolle, dann kann ich zwischen meinen virtuellen Arbeitsflächen hin und her wechseln. Und hier unten habe ich jetzt dieses Symbol hier. Das ist meine Arbeitsfläche 1, da sind zwei Fenster drauf und da ist Arbeitsfläche 2, da ist im Moment noch nichts. Und wenn ich hier jetzt mal Discover reinschmeiße auf Arbeitsfläche 2, habe ich hier Discover und dann kann ich zwischen den beiden hin und her wechseln. Ja. Wow. Also da sind viele interessante Dinge drin, die den Arbeitsalltag durchaus einfacher machen könnten. Animation für Mausklicks. Erzeugt bei jedem Mausklick eine Animation. Dies ist sinnvoll für Bildschirmaufnahmen oder Präsentationen. Ja, genau. Was haben wir hier denn Schönes? Meta plus Sternchen, damit man es anmachen kann. Meta Sternchen. Oder muss ich jetzt hier... Meta-Sternchen. Vielleicht klappt das nicht, weil das Sternchen hier Meta. Einmal Meta. Okay. Keine Ahnung. Meta Q. Nein. Meta W auch schon. Meta 0. Was ist da noch frei? Meta Ü. Gut, dass wir Umlaute haben. Ha.
muss ja, genau, ich muss ja anwenden klicken. MetaÖ. Nö. So, wenn ich das jetzt noch mal wieder umstelle auf oder ich jetzt hier so mache und Ziffernblock Sternchen. Vielleicht geht das besser. Ah ja, genau, jetzt geht's. Also Ö Macher nicht. Mitte. Okay. Auch nicht schlecht. Also wie da steht, für Präsentationen oder für Videos ist das natürlich eine super Sache. Da sieht man sofort, was man gedrückt hat. Ich sage ja sonst denn dazu, ja, ich drücke jetzt die rechte Maustaste oder die linke oder die mittlere. Und das bräuchte ich nicht zu sagen, wenn ich sowas habe. Das gibt es auch als externe Programme, die sowas auch machen. Aber in KDE ist es auch mit drin. Zeigt beim Verschieben von Fenstern eine Hilfestellung zum Auffinden der Bildschirmmitte an. Okay. Okay. Wow. Auch nicht schlecht. Invertieren. Invertiert die Farben der Arbeitsfläche und Fenster. Da gibt es bestimmt auch wieder so eine tolle Zaubertaste für. Meta STRG U und I. Meta STRG U und I. Ja, ist vielleicht praktischer, um das sehen zu können. Mausposition finden. Hebt bei Bedarf die Position des Mauszeigers hervor. Da haben wir jetzt STRG und Meta. STRG, Meta. Achso, anwenden. Ja, funktioniert. Dann haben wir hier die Lupe, vergrößert den Arbeitsbereich um den Mauszeiger. Und dafür gibt es natürlich auch wieder eine Zaubertaste, Meta und Plus und Meta und Minus. Mal gucken, Meta Plus. Genau, das hatten wir unter Cinnamon ja auch. Bloß, dass es da, wenn man es einmal aktiviert hat, diese Erweiterung, dann ist es immer an und hier kann man es mit der Tastenkombination. Was hatte ich jetzt? Ach, da kann ich sogar noch größer und kleiner machen. Nicht schlecht. Ja. Größe kann ich auch noch ändern. Wenn ich jetzt nicht nur den Arbeitsflächenbereich unter dem Mauszeiger vergrößern möchte, sondern alles, kann ich das ja auch auswählen. Also entweder oder ist das hierbei. Und da ist es, was soll ich in den Fokus verschieben, Originalgröße vergrößern. Achso, okay, da habe ich dieselben Tasten wieder, also Meta plus, minus und vergrößern auch mit gleich. Anwenden. Meta plus. Und achso, und dann mit der Maus verschiebe ich das Ganze denn auch gleich noch mit. Okay. Minus, 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 minus. Oder? Plus, plus und gleich. Achso, also mit plus und gleich ist wirklich gleichwertig. Nur, dass ich für das gleiche Zeichen auf der deutschen Tastatur natürlich noch hier die Umschalttaste festhalten muss. Und von daher ist es denn mit Meta und plus, minus deutlich einfacher. Oh. Ist auch, ja. Auch nicht schlecht. Also insgesamt finde ich, macht das einen sehr guten, durchdachten Eindruck. Dann haben wir hier wiederum die Bildschirmränder, was dann passiert. Also ich habe hier verschiedene Zonen rundrum. Also ne, sieht man hier, brauche ich nicht zu erklären. Genau, maximieren. Zum oberen Bildschirmrand gezogene Fenster werden maximiert. Zum rechten oder linken Bildschirmrand
gezogene Fenster, die werden gekachelt. Verhalten aktiviert bleiben, wenn Fenster im Vollbildmodus angezeigt werden. Aktiviert bleiben, wenn. So? Also. Also bleibt das hier hinten im. Mal gucken. Ist das anders als so? Nö, irgendwie nicht, ne? Ja, was er auch genau das macht. Kachelung auf ein Viertel der Größe ab äußerer 25% Höhe des Bildschirms. Kachelung ab. Das ist wahrscheinlich das hier. Das kann man dann auch noch anpassen. Arbeitsflächenwechsel am Rand deaktivieren und beim Verschieben. So, wenn ich jetzt das hier nehme. Da kann ich wirklich von einem virtuellen Desktop auf den nächsten umziehen, indem ich das Fenster einfach da rausschiebe. Okay. Ja. Interessant. Interessant. So, wieder. Habe ich es denn jetzt hingetan? Warum ist es jetzt weg? Was habe ich da gemacht? Okay, gut. Nö. Wieder zurück. Wollen wir nicht mehr. Dann Wischgesten für Touchscreens. Haben wir zwar nicht hier, aber wenn man es hätte, könnte man jetzt hier verschiedene Aktionen ausführen. Fensterwechsel, Übersicht. Okay. Das ist immer die. Ja, das sind immer dieselben. Genau. Bildschirmsperre. Ja, also Bildschirmschoner, wann der eben gestartet werden soll. Nach 5 Minuten nach Standby. Also für Präsentationssysteme ist das immer doof. Entsperren ohne Passwort erlauben für. Ach so. Null. Wie hoch kann man denn da gehen? Also, 9, 9. Achso, okay, mir 300. Also 5 Minuten können wir maximal das Entsperren ohne Passwort erlauben. Erscheinungsbild. Ja. Ja, das haben wir jetzt gerade am Anfang, oder? Haben wir es gesehen? Nee, habt ihr nicht gesehen. Also am Anfang war der Bildschirm hier gesperrt, weil ich eine längere Pause gemacht habe. Und dann, ja, muss man das wieder entsperren. Dann die virtuellen Arbeitsflächen. Achso, irgendwas habe ich geändert, will ich aber nicht mehr. Das hatten wir ja gerade eben schon mal im anderen Dialog. Da konnte ich die hinzufügen. Aber das hier ist wohl das, worüber man das normalerweise macht. Über den anderen Dialog habe ich die zweite Arbeitsfläche hinzugefügt. Ich könnte hier wieder entfernen oder ich kann die sogar umbenennen. Arbeitsfläche 2. Und jetzt habe ich hier Arbeitsfläche 1 und Arbeitsfläche 2. Also anwenden. 2. Ha! Tata! Was haben wir ja noch? Automatisch zur Gegenseite navigieren. Automatisch. Also da sind ja so viele Einstellungen drin. Was ist die Gegenseite? Automatisch. Animation beim Wechsel anzeigen, gleiten, gleiten, ein- und ausblenden. So. Also das ist jetzt ein- und ausblenden. Das andere ist. Also sieht für mich jetzt erstmal ziemlich gleich aus. Vielleicht ist es wieder anders gemeint. On-Screen Display beim Wechsel anzeigen. Mal gucken. Upp. Ach so, ah, okay. Jetzt haben wir in der Mitte. Okay. Ah.
Also es sind viele kleine Details drin, wo man einfach merkt, dass die schon sehr, sehr lange bei sind. 2014 hat dieser Zyklus mit KDE 5 angefangen. Das sind jetzt, naja, ungefähr 9 Jahre, ne? Und das merkt man schon, dass die ganze Zeit was dran gemacht wurde. Als nächstes haben wir denn hier Aktivitäten. Standard wechseln. Aktivitäten. Aktivitäten. Da haben wir Meter und Tabulator. Aktivitäten Standard. Neue Aktivität. Test. Meter und. Nee, abgerutscht. Meter und Tab. Virtuelle Arbeitsfläche. Aktiv. Also. Ich vermute jetzt einfach mal, dass ich hier verschiedene Aktivitäten zusammenfassen kann. Also diese Zusammenstellung von geöffneten Anwendungen. Also ich habe hier einmal Test, wo noch nichts drauf ist, was ja dieses Gebirge im Hintergrund hat. Und dann habe ich hier dieses Debian-Logo im Hintergrund auf Standard. So, und wenn ich mich jetzt einmal abmelde und dann wieder anmelde, ja, bitte abmelden. Verklickt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Abmelden, ja. So, jetzt aber. Und mal gucken, ob es gleich wieder da ist, ob das so ein Bündel ist von Anwendungen, die denn wieder gestartet werden, wenn ich mich wieder anmelde. So, alt. Na, okay. Das scheint wirklich so zu sein. Der merkt sich jetzt zwar nicht die Position, wo ich in diesen Systemeinstellungen war, aber Systemeinstellungen sind schon mal gestartet. Ja, wo waren wir denn überhaupt? Waren wir hier? Genau, wir waren noch da. Wir sind noch hier. Und das da haben wir noch alles vor. Ich habe ja bei der Cinnamon-Folge gesagt, naja, und nächstes Mal gucken wir uns auch noch mal ein paar Anwendungen an, denn es ist ja einiges vorinstalliert. Da ist ein Firefox mit bei, LibreOffice und was weiß ich. Das wird da, oder? Haben wir es überhaupt drin? Ja, genau. LibreOffice sind die einzelnen Teile mit dabei, Ocular und was weiß ich alles. Das gucken wir uns nächstes Mal an. Aber so lang wie das jetzt schon ist, und ich brauche natürlich noch deutlich länger, das Ganze noch zu schneiden, mache ich vielleicht noch eine extra Folge am Ende, wenn wir alle Desktops durch haben, wo ich dann auch noch mal ein paar Anwendungen zeige. Denn das wird einfach zu lang. Ja, Aktivitäten. Da waren wir. Zuletzt geöffnete Dateien. Verlauf behalten, unbegrenzt. Kann man auch irgendwie, genau, die letzte Stunde verwerfen, die letzten 2 Stunden, einen Tag, alles verwerfen. Und hier kann ich bestimmt auch sagen, ich möchte das. Achso, Verlauf behalten für. Das geht nur für Monate. Unbegrenzt oder ein Monat. Boah, boah, also ein bisschen filigraner finde ich, hätte es durchaus sein dürfen, dass man dann auch sagt, einen Tag oder so. Und dann, ja, genau, ja, also es ändert nichts daran. Das fände ich durchaus praktisch. Ja, das war's dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder so ein bisschen geholfen, mal so ein paar Einblicke in die aktuelle Entwicklung von Debian und dem da drin integrierten KDE gezeigt. Ihr könnt das natürlich auch alles mal selbst ausprobieren, wenn ihr mögt. Ihr könnt das runterladen, den aktuellen Stand von diesem Installationsmedium, dann installieren und mal ein bisschen rumspielen. Die Installation von Debian 12 habe ich im ersten Video von dieser Serie gezeigt.
Ja, macht es nach, macht es nicht nach. Ansonsten hier abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss.